BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Journalisten haben den 93-jährigen Hans Lipschitz aufgespürt, einen der 10 meistgesuchten Nazi-Verbrecher. Ihm wird als Wachmann in Auschwitz vorgeworfen, Beihilfe zum Mord geleistet zu haben. Der gebürtige Litauer wohnt demnach in Aalen. Zuvor hatte er bis zu seiner Ausweisung 1983 in den USA gelebt. In einem Interview mit der Zeitung Die Welt am Wochenende bestritt Lipschitz, dass er Wachmann gewesen sei. Er habe vielmehr als Koch gearbeitet, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Baden-Württemberg hat heute eine Bundesratsinitiative zur schärferen Bekämpfung von Steuerstraftaten auf den Weg gebracht. Der Bundesrat am 1. Februar. Das von Schwarz-Gelb in die Ländervertretung eingebrachte Steuerabkommen mit der Schweiz ist an Rot und Grün gescheitert. Die Schweiz hätte sich in dem Abkommen verpflichtet, für alle deutschen Vermögen, auch die der Vergangenheit, den deutschen Steuersatz anonym abzuführen. Das aber hat Grün-Rot schon immer nicht geschmeckt. Am 3. Mai will man jetzt eine Initiative zur Verschärfung der strafrechtlichen Verfolgung von Steuerhinterziehern einbringen. Es war einfach mit Händen zu greifen, dass es ein Schlag ins Gesicht der ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gewesen wäre, diesem Abkommen zuzustimmen. Es ist also wichtig, dass wir mit der vollen Härte des Gesetzes gegenüber Steuerstraftätern vorgehen. Und wenn eben Millionenvermögen hinterzogen werden, dann ist es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eben auch keine lästliche Sünde und erst recht keine Strafe auf Bewährung vorgesehen, sondern müssen die Leute ins Gefängnis, dann gibt es eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Die strafrechtlich geltenden Verjährungsfristen für im Ausland illegal geparktes deutsches Steuerzahlergeld sollen generell von 5 auf 10 Jahre erhöht werden. Bewährungsstrafen sollen schneller unmöglich werden. Diese Art von Steuerhinterziehung ist ein Verbrechen, auch im Strafrecht. Also der BGH hat zu Recht sehr scharfe Strafvorgaben dazu gemacht. Und klar ist auch, gesellschaftlich ist es ein Schaden des Gemeinwohls, letzten Endes zu Lasten der ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Neben dem millionenteuren Erwerb von Daten-CDs, die grüne und rote Landesregierungen, aber auch das großkoalitionär regierte Saarland von Privatpersonen aus der Schweiz kaufen, setze man zudem den Kurs in der intensiveren Steuerfahndung fort. Jeder Steuerfahnder hat knapp 2 Millionen Euro mehr Steuern im Jahr 2012 erbracht. Aber es geht auch um gerechte Steuergesetze. Also natürlich wissen wir, Steueroasen kann man nur durch internationale oder mindestens europäische Kooperationen austrocknen. Aber wir können auch Steuerstraftäter im eigenen Land durch die nationale Gesetzgebung etwas schärfer herannehmen. Seit 2010 seien durch den Ausbau der Steuerfahndung, aber auch den Druck durch den Kauf von Daten-CDs rund 1,2 Milliarden Euro an Schwarzgeld angezeigt worden. Am 3. Mai will Grün-Rot ihren Initiativantrag dann in den Bundesrat zur sofortigen Entscheidung einbringen. Rund 10% aller Neugymnasiasten sind laut dem Chef des Landesverbands der Philologen versetzungsgefährdet. Das liege am Wegfall der verbindenden Grundschulempfehlung, so Bernd Sauer. Die gemeldete Zahl von rund 10% der möglichen Sitzenbleiber entspräche ziemlich genau der Quote, bei denen die Grundschulen eigentlich den Besuch der Realschule nahegelegt hätten. Viele Menschen im Land sind auch heute wieder vom Warnstreik der Postmitarbeiter betroffen. Seit 6 Uhr hatten mehrere Postmitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt. Betroffen waren laut der Gewerkschaft Verdi Reutlingen, Balingen, Nürtingen, Horb, Stuttgart, aber auch Karlsruhe, Pforzheim, Heilbronn und Esslingen. Die 25.000 Tarifbeschäftigten im Land fordern 6% mehr Lohn, mindestens aber 140 Euro mehr im Monat. Zudem sollen Azubis monatlich 65 Euro mehr bekommen. Die Post hat noch kein Angebot vorgelegt. Am Donnerstag wird wieder verhandelt. Die Mutter aus Aldingen, die an Pfingsten 2012 ihre Tochter verhungern und verdursten ließ, ist jetzt wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die 25-Jährige ihre Tochter verhungern ließ. Einen Tag nach dem Streik des Lufthansa-Bodenpersonals in Stuttgart hat sich der Flugbetrieb wieder normalisiert. In Stuttgart fielen gestern 28 Lufthansa-Flüge aus. Zudem konnten weitere 15 Nicht-Lufthansa-Flüge, die von dieser aber stellvertretend abgewickelt wurden. Dazu gehörten Flüge von Swiss, SAS und Czech Airlines nach Zürich, Prag und Kopenhagen. Mit dem Warnstreik wollen rund 33.000 Lufthansa-Beschäftigte, vor allem Techniker und Serviceleute, rund 5,2% mehr Lohn und Jobgarantien.
Die letzte Tarifrunde war am Mittwoch gescheitert. Soweit die BB1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Morgen werden die Temperaturen in ganz Baden-Württemberg angenehm warm bei Werten zwischen 17 Grad in Freudenstadt und 23 Grad in Karlsruhe. Dazu wird es sonnig und leicht bewölkt. Nur im Norden kann es zu dichter Bewölkung kommen. Regen ist aber ausgeschlossen. Am Donnerstag steigen die Temperaturen nochmals an. Im gesamten Land werden dann Werte von mehr als 20 Grad erreicht. Frühlingshafte Höchstwerte gibt es in Freiburg und Heilbronn mit nahezu 24 Grad. Ein schöner Frühlingstag, der nur zum Teil durch leichte Bewölkung getrübt wird. Vogelhäuser und Nistkästen aller Art aus mehreren Jahrzehnten beherbergt das Nistkastenmuseum in Biberach-Ringschneid. Dort ist auch zu sehen, wie Futterstellen und Unterkünfte der gefiederten Tiere im Ausland aussehen. Zudem gibt es jede Menge Infos zum Thema Vogelschutz. Geöffnet ist nach Voranmeldung unter der Telefonnummer 07352 2579. Ein Hauch des Schöpferischen scheint noch heute durch das Brahms-Haus in Baden-Baden zu wehen. Was heute Museum ist, war in den Sommermonaten der Jahre 1865 bis 1874 das Domizil des Komponisten. In den unverändert erhaltenen Räumen hat Johannes Brahms seinerzeit einige Stücke verfasst. Geöffnet ist montags, mittwochs und freitags von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 13 Uhr. Das ist unser täglicher Schluck Gesundheit. Was ist daran gesund? Das reguliert unseren Blutdruck, das macht uns fit und gesund. Schmeckt ja gar nicht so schlecht. Oh Mann, was haben die für ein Tempo drauf? Da kannst du mal sehen, die sind noch richtig fit. Mit Knobi Vital bleiben sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de oder rufen Sie uns an unter 07541 9530 627. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Blatt für Blatt, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de. Wir hatten ein schönes Zuhause. Eines Tages kamen Männer. Als wir gesehen haben, dass sie bewaffnet sind, flüchteten wir in das Haus. Sie haben auf uns geschossen, meinen Mann gefesselt und mich schwer verletzt. Dann nahmen sie meinen Mann zum Verhören mit. Mir sagten sie, dass ich in 3 Tagen besser verschwunden sein sollte. Wir sind geflüchtet. Seit Jahren warte ich auf meinen Mann. Die Hoffnung, dass er noch lebt, habe ich verloren. Ich glaube, dass ich nie mehr in meine Heimat zurückkehren kann. Papa, wo bist du? Kinder brauchen eine Familie. Helfen Sie uns.